Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir uns hier in der Ebene von Onada besorgen können. Und dazu bin ich jetzt hier unten schon bei den Quellen von Oniri oder wie das Ding sich schimpft. Und hier ist es so, dass wir einen NPC haben, bei dem wir an 5 verschiedenen Tagen eine Quest bewältigen müssen. Die Quest ist relativ einfach, man muss eigentlich immer nur ein paar Mats abgeben. Die Geschichte ist, er steht immer an einem anderen Spot, etwa hier in diesem ganzen Gebiet kann er dran stehen, hier im Lager steht er öfter und bei der letzten Quest, wo ich jetzt bin, steht er jetzt auf den Koordinaten 57, 72. Was sind das für Materialien? Es ist nichts Besonderes. Und zwar, ich habe jetzt hier Handy-Notes drauf, dann sieht man auch schon mal, was man erledigt hat. Also falls ihr das vielleicht ja irgendwann schon mal abgegeben habt und nicht mehr wisst, wo ihr jetzt genau steht, Handy-Notes trackt das Ganze und zeigt euch auch an, bei welchem Tag ihr von den Dingern seid. Am ersten Tag, wenn ihr ihn findet, müsst ihr fluoreszierende Flüssigkeit abgeben. Das gibt es von allen möglichen Insekten hier in Dragon Eyes. Übrigens, die ganzen Mats, die ich euch jetzt aufzähle, könnt ihr alle im AH kaufen. Ich habe einfach alle im AH gekauft, NPC hingegangen, im AH das Ding gekauft und quasi dementsprechend abgegeben. Mehr ist es nicht. Ja? Bloß die letzte, das könnt ihr nicht im AH kaufen, das zeige ich euch gleich, wo ihr herbekommt. Also erster Tag, fluoreszierende Flüssigkeit, gibt es von Insekten. Dann faserreiches Blatt, gibt es von allen möglichen Pflanzen. Dann dritter Tag ist 1000 Biss Piranha, den könnt ihr einfach angeln. Und am vierten Tag wollige Bergpelz, das gibt es von allen möglichen Wildtieren hier. Und am fünften Tag brauchen wir Meluns grünes Curry. Und das müssen wir einfach von einem NPC holen. Und der heißt auch zufällig Melun. Also das zeige ich euch aber gleich. Wie gesagt, im Auktionshaus findet ihr alle diese Materialien, die sind relativ günstig. Ich bin jetzt hier am letzten Tag. Da steht ihr hier unten auf den Koordinaten 57, 72. Die anderen Tage war er irgendwo immer hier in dem Bereich gestanden. Sucht einfach den großen Bereich hier ab nach dem Questgeber und dann könnt ihr das einfach abgeben. So, hier können wir es nämlich jetzt annehmen. Jetzt braucht ihr einmal dieses Curry plus nochmal 150 Vorräte. Die kriegt ihr ja aus jeglichen Quellen, hier aus Schätzen und Rares und was auch immer an Mobs. Also die gibt es ja überall her. Und das Curry kriegen wir jetzt hier von einem Mob, der steht hier drüben in dem Zelt. Das ist einmal auf den Koordinaten 53, 78. Ah, das wird auch auf der Map angezeigt. Wunderbar. Und dann gehen wir einfach her, quatschen den Dude an, haben unser Curry und laufen wieder einmal zurück. Und dann können wir das abgeben und müssten somit am fünften Tag das Mount kriegen. Ihr müsst nicht jeden Tag das machen. Ich habe zum Beispiel gestern, weil ich nicht mehr zugekommen bin, das aufzunehmen, auch nicht die Quest gemacht. Also ihr könnt quasi auch dementsprechend ein paar Tage Pause zwischendrin machen. Aber wie gesagt, es ist nicht viel Aufwand. Ihr müsst eigentlich immer nur Materialien hier abgeben. Es gibt da hinten noch einen Postkasten. Wenn ihr ein Auktionshaus-Mount habt, könnt ihr euch die Mats dann direkt immer kaufen, was der Händler haben will. Sonst schaut ihr halt vorher, wenn ihr Handy-Notes euch runterzieht, was wird an dem Tag benötigt, wo ihr gerade steht. Und dann könnt ihr euch einfach das vorher schon mal besorgen, falls ihr es nicht eh schon im Inventar dabei habt. So, dann haben wir hier einmal das Mount Litz Zügel. Die lernen wir mal und schauen uns das mal an. Ich vermute, das sieht genauso aus wie dieses Kodo, was da bei ihm rumstand, das auch Litz hieß, aber wir schauen uns jetzt das mal an. Ja, das ist so ein bisschen ein aufgewertetes Kodo-Model. Sieht ganz cool aus, aber irgendwie hängt mir der Kopf zu niedrig. Das ist irgendwie so ein Lowrider, seht ihr mal, der Kopf hängt halt so am Boden, dass der Hals schon im Boden steckt. Und irgendwie ist die Laufanimation, ja gut, ich weiß nicht, was Blizzard da gemacht hat, aber die scheint jetzt nicht so ganz smooth zu sein. Normalerweise laufen diese Kodo-Viecher, da haben wir auch Litz, ein bisschen träger und langsamer. Und wenn die natürlich schnell laufen, sieht das ein bisschen affig aus. Also da sollte vielleicht Blizzard noch ein bisschen nacharbeiten, aber es ist ein schickes Mount. Mehr für die Liste, beziehungsweise fürs Achievement, falls ihr da noch dran seid, für, weiß ich nicht, 500, 600 Mounts, was es da mittlerweile gibt. Und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.